Meine lieben Schwestern und Brüder, Eile ist ein Stichwort, das wir mit Weihnachten schnell in Verbindung bringen, wenn wir vielleicht an die letzten Tage denken, was noch zu tun ist oder was noch nicht gemacht ist. Und wir müssen uns beeilen, denn das Weihnachtsfest rückt näher. Wir kennen also die Verbindung von Eile und Weihnachten. Und es stimmt, es hat noch nie Weihnachten ohne Eile gegeben. Hören wir ins Evangelium hinein. Von Anfang an gibt es Eile. Das Wort Gottes bringt in Bewegung. Wir haben es eben hier in der Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte bei Lukas gehört. Die Hirten eilen. Und schon von Beginn an, Maria, die das Wort Gottes durch den Mund des Engels erfährt, eilt durch das Bergland Judäas zu Elisabeth. Die Magier aus dem Osten eilen herbei, weil sie dem Stern folgen, der von der Geburt des neugeborenen Kindes berichtet. Maria und Josef haben zu eilen nach Bethlehem, zur Steuererhebung. Und schließlich werden sie eilen nach Ägypten, um den Häschern des Herodes zu entkommen. Diese Bewegung ist urweihnachtlich. Bleiben wir bei den Hirten einen Augenblick. Sie haben eine Erscheinung gehabt. Ein ganzes himmlisches Heer ist ihnen erschienen, um von der Ehre Gottes zu singen und den Menschen des Wohlgefallens Gottes. Sie bleiben nicht stehen, wie Kinder vor einem ausgeleuchteten Schaufenster an Weihnachten. Sie kreisen auch nicht sozusagen sitzend, bedenkend über diese geistlichen Erfahrung und nichts passiert, sondern sie brechen auf. Sie lassen diese Erscheinung hinter sich, weil das Wort Gottes sie bewegt, weil es sie aufbrechen lässt, wie alle Akteure. Letztlich ist all diese Bewegung, all diese Eile eine Nachahmung Gottes. Denn auch Gott hat es eilig, zu uns zu kommen, sich auf den Weg zu uns zu machen. Deshalb können die Propheten im Alten Testament davon sprechen, dass das Wort Gottes in Bewegung ist. Es kehrt nicht folgenlos, wie Jesaja sagt, zurück zu ihm, sondern er sendet sein Wort aus, wie wir das auch in den Psalmen singen. Er sendet sein Wort aus und dieses Wort bewirkt, was es soll. So sehen wir es am Lebensweg Jesu, wie wir sagen. Nach den Jahren der Verborgenheit und der Eile der Kindertage sehen wir ihn immer in Bewegung. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und selbst am Kreuz ist ihm, wenn man so will, kein Ruhepunkt gegönnt. Er wird ins Grab gelegt, aber auch dort ist sein Weg noch nicht zu Ende. Der Weg zum Vater ist noch offen und er wird ihn durchschreiten. Er wird ihn durch die Unterwelt gehen, um zum Himmel emporzusteigen, von wo er ausgegangen ist. Die richtige, die wahrhaftige weihnachtliche Eile ist eine Nachahmung Gottes, eine Nachahmung des Wortes Gottes, das bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Wenn wir in diesen Tagen auch zu Recht einige Momente der Stille suchen, so sollte uns dennoch das, was wir sehen, worüber wir staunen, was uns beeindruckt und was wir hoffentlich auch schön finden, im Blick auf die Krippe, beim Klang der Musik, beim Hören der Worte, wir sollten immer dieses Wort von der Eile nicht vergessen und fragen, wo ist unser Auftrag, das Wort Gottes zu tun, damit es auch heute bewirkt, wozu es ausgesandt ist.